Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Was? Er hat da gerade Stoß mit Lustig gesagt, ich habe gerade Panik bekommen, dass ich angegriffen werde. Hast du Bruder Green letzte Nacht im Schlaf flüstern hören? Ja, habe ich. Das kann so nicht weitergehen. Du hast gehört, was mit ihm passiert ist, oder? Was? Ist bei seinem letzten Ausflug in den Nebel auf ein paar Fallensteller gestoßen. Sie wollten ihn hängen, aber das Seil ist gerissen. Er kam gerade so mit dem Leben davon. Ist das dein Ernst? Ja. Atom hat ihn behütet. Also vielleicht ist bei Bruder Green mehr Geduld angebracht. Ja. Ja, natürlich. Holy shit. Dass du an den Wächtern der Basis vorbeigekommen bist? Sicherlich. Atom wacht über dir, oder? So, wir gehen mal hier zu Schwester Mai. Mai? Da bist du wieder. Danke nochmal, dass du den Pumpenregulator gefunden hast. Also, willst du sehen, was ich auf Lager hab? Ich hab endlich den Regulator aus der Wimpop-Fabrik. Tatsächlich? Oh, fantastisch. Dieser Regulator sollte problemlos in den Apparat unten passen. Meine Überbrückung der Filter sollte den Rest besorgen. Wenn alles passt, versprühen die Bögen jetzt so viel verstrahltes Wasser, wie sich die Kinder nur wünschen können. Ich dachte, da du die meiste Arbeit getan hast, sollst du das alte Mädchen taufen. Das Puzzle vollenden. Bist du bereit, das zu übernehmen? Ich habe einiges für dieses Ding riskiert. Das ist ein paar Kronkorken wert. Das wäre angemessen. Ich gebe dir, sagen wir, 150. Mehr! Vertrau mir. Hättest du den Ort gesehen, wüsstest du, das reicht nicht. Überall Mutanten. Wow, wirklich? Okay, klar, 250. Mehr? Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich durchgemacht habe. Vom Geruch will ich erst gar nicht reden. Tut mir leid, mehr kann ich dir nicht geben. Bist du hier, um den Regulator einzubauen? Ja. Natürlich, kein Problem. Perfekt. Die Pumpe liegt in der Bucht. Sollte kein Problem darstellen. Und hier, für deine Hilfe. Was leuchtet da bei euch? Ignoriere 30% ist... Ja, cool, danke. Ich glaube, ihr seid alles Vault-Bewohner. Denn bei euch leuchtet die ganze Zeit ein Pip-Boy. Da! Da! Habt ihr gesehen? Das ist ein Pip-Boy-Licht. Kannst du mir doch nicht erzählen, Alter. Das kannst du mir doch nicht erzählen, Mann. So. Der Großfanatiker macht mir Angst. Ja, du mich auch. So. Meist Überbrückung aufheben, um das System zu reparieren. Du montierst den Pumpenregulator ohne Probleme. Mit dem Regulator kannst du meist Überbrückung aufheben und deine eigene im Inneren der Maschine anbringen, sodass niemand merkt, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hat. Frischwasser! Ich freue mich. Eines Tages werden sie es merken, klar, aber nicht heute. So, und jetzt weiche ich das Ganze ein und dafür kriege ich 250 Kronkorken. Boom. ich bin schon so ein Schlitzohr, Freunde, ne? Ich bin schon so ein Schlitzohr. So, wo müssen wir denn da hin jetzt? Hier nach hinten? Da hinten? Auch wenn ich jetzt mein Fliegen hätte, ne? Mein Jetpack. Ich muss den unbedingt einbauen. Sehr schön. Normales Wasser. Okay, was mit den Kronkorken? Ich habe die noch gar nicht bekommen. Ach, weißt du was, hole ich mir später ab. So, als allererstes müssen wir uns jetzt auf den Weg nach Far Harbor machen. Entweder zurück oder zur Siedlung und gucken, was wir bei der Siedlung machen können. Weil ich muss diese Rüstung verbessern, ich muss schlafen, ich muss mein Essen aufstocken, ich muss mein Trinken aufstocken. Das... Ja, Freunde. Sei mit dir. Sei mit mir. So, und dafür möchte ich gerne... Ich hab doch... Ich hab auf nichts geklickt. Spiel. Nach Far Harbor. Und zwar zu Longwolds Hütte. Da werden wir uns nämlich eine Siedlung aufbauen. Die Mutter des Nebels. Faszinierend. Ja, ja. Und von da aus hoffe ich, dass ich eine Karawane zu meiner Stadt schicken kann. Ich meine,
In den letzten Folgen habe ich noch gesagt, wie scheiße es ist, hier zu leben. Und jetzt will ich eine Siedlung errichten. Cool. Oh, hier ist Wasser. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, hier geht's tief runter. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Eine Siedlung errichten. Bei der Siedlung hoffe ich, dass ich eine Verbindung machen kann mit Sanctuary. Sanctuary? Ich sag jetzt nicht Hills. Oder doch, war es Sanctuary Hills? Weiß es nicht. Ich bin verwirrt von meinen ganzen Let's Plays. Nach Sanctuary halt. So. Und. Ach komm, da kommst du ja wohl hoch. Und dann möchte ich gerne meine Vorräte aufstocken, meine Power-Rüstung verbessern. Alles Mögliche machen. Das ist mein Ziel. Den heutigen Tag. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ich hoffe, ich komme hier raus. Ich hasse diese Wassergänge, ne? Ist ja schön, dass sie es gemacht haben, aber schwimmen wäre viel cooler gewesen. Ach, Jetpack, ich vermisse dich ein bisschen. Aber irgendwie schaffen wir es hier mal. Was haben wir denn hier? Ein Lastwagen? Ich sehe euch laufen. Ihr seid tot. Wo seid ihr nur? Ein legendärer Fallensteller. In den Rücken! Oh, ist runtergefallen. Perfekt. Ist ja fast wie gewollt, Alter. Muss ich nur wiederfinden. Hoffentlich was Gutes. Vorschlaghammer. Kritische Treffer bringen das Ziel zur Raserei. Na, ob das jetzt so gut ist? Ich würde da gerne hochgehen. Nur die Frage ist, auf welcher Seite geht man hoch? Kommt man da irgendwie hoch? Von hier offensichtlich nicht. Kommt man denn da hoch? Ja, mit dem Jetpack hätten wir es jetzt ein bisschen einfacher gehabt, ich weiß. Aber ich werde diese Stelle nie wiederfinden. Aha! Gefunden, okay. Ich bräuchte Redway. Das ist das, was ich brauche. Ja, toll, ist ja auch noch runtergefallen. Oh, fallt ihr alle runter? Bleibt doch bei mir. Ich muss euch looten. Ich habe schon fast im Gefühl, das war der letzte. Nein. Es war nicht der letzte. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Aus Putz erledigt. Aber ihr habt eine coole Rüstung. Das muss ich zugeben. Zwölf Minen. Okay. Das war's. Mehr kriege ich hier nicht. Ah. 18 Kronkorken. Nice. Hat sich alles gelohnt, hierher zu kommen. Ich hoffe, dass wir noch irgendwie ein Gebäude oder so zwischendurch finden. Ich meine, ich kann zwar jetzt nicht mehr viel tragen, was das alles ein bisschen problematisch macht. Aber ich denke mal, ein Gebäude können wir locker noch betreten, bevor wir jetzt ein Problem kriegen. Holy shit. Ist auch noch mal ein Lock. Oh Gott, ich habe ihn getroffen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe ihn getroffen. Wird gehittet. Eine Minute später kommt die Reaktion. Als wäre er so ein Fleckmon, weißt du? Kennt man ja von Fleckmon. Da tritt man auf seinen Schwanz und der reagiert erst eine Minute später. Aus reinster Dummheit. Und dennoch ist Fleckmon ein starkes Pokémon. Jetzt überlegt mal, wo ist da der Fehler? Was ist das?
das ein Flugzeug? Das ist ein Flugzeug. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, mit meinem Jetpack würde ich da hochkommen. Aber ich bin hier der Bugmeister, das kennen wir alles schon von Skyrim. Ich komme überall hoch. Horizon Flug 1207. Beauties. Ich höre einen Hund. Aber ich glaube, es ist ein normaler Hund. Oh. Stehlen? Ist das eine Siedlung? Hallo? Geht's dir gut? Komm raus, Fremder. Das muss nicht unschön werden. Was ist los? Gut, ist doch ein Anfang. Jetzt nimm die Waffe runter und ich mach das Gleiche. Dann können wir reden. Erikson. Was wolltest du da oben in meinem Lager? Du bist cool. Wir haben ihn gefunden. Du bist ein Supermutant. Du bist ein Supermutant? Komisch, dass du mich nicht angegriffen hast. Tja, vielleicht solltest du keine so voreiligen Schlüsse ziehen. Also, ich will keinen Ärger. Ich habe mich von der Gruppe getrennt, mit der ich hergekommen bin. Ich... Cool. Danke, dass du deine eigene Sequenz beendet hast. Ich wollte doch mit dir reden. Oh Gott. Das tut ja in den Augen weh. Warum muss das so krumm sein? Da. Da. Da ist noch einer. Da haben wir noch einen. Ja, easy. Ach komm, wir versuchen es schon. Nein. Dagger. Handed. Creator. Schön. Kann das bitte jetzt aufhören? Ich will nicht mehr so seitwärts gucken müssen. Also eklig. Komm raus, Fremder! Das muss nicht unschön werden. Huch, hi. Hab ich gar nicht gesehen. Komm einfach runter, dann reden wir. Sprich mit Erikson. Erst soll er sich aufhören zu bewegen. Was wolltest du da oben in meinem Lager? Du bist ein Supermutant? Komisch, dass du mich nicht angegriffen hast. Tja, vielleicht solltest du keine so voreiligen Schlüsse ziehen. Also, ich will keinen Ärger. Ich habe mich von der Gruppe getrennt, mit der ich hergekommen bin. Ich habe die Dinge einfach anders gesehen, als wir herkamen und hab's nicht mehr ausgehalten, wie die anderen Supermutanten sich aufführten. Ich bleib hier oben und trainiere meine Hunde. Ab und zu handle ich auch. Also mit denen, die nicht auf mich schießen. Das muss bei uns ja nicht anders laufen. Komm hoch, wenn du möchtest. Alles in Ordnung? Ja, ihr seid in Ordnung. Tut mir leid, dass ich die Waffe auf dich gerichtet habe. Aber ich werde nervös, wenn jemand meine Hunde töten könnte. Kein Problem, hab ja gesehen, dass sie alle freundlich sind. Der Typ müsste eigentlich getötet werden, der Erikson. Tut mir leid, aber dem geht's nicht so gut. Du bist mit dem Gnadenschuss. Hast du Hunger? Hier, nimm. Cool, danke. Warum hast du die Menschen nicht? So wie der Rest deiner Art. Mir wurde so vieles klarer, als wir herkamen. Wer weiß. Vielleicht ist es der Nebel. Ich sehe einfach keinen Sinn darin, sich gegenseitig umzubringen. Ich frage mich, wie er überhaupt gucken kann.
Hast du diese Hunde abgerichtet? Ja, als Wachhunde. Aber man kann nicht alle trainieren. Die meisten tritt man. Oder man schießt auf sie. Ich kann mich aber immer nur um ein paar kümmern. Solange ich kein neues Zuhause für einen finde, kann ich also keinen mehr aufnehmen. Du lebst hier draußen ganz allein? Meine Leute sind meist dumme Grobiane. Hab mit ein paar Leuten in Far Harbor gehandelt, aber die verlassen die Siedlung nicht mehr oft. Die anderen Leute auf der Insel sind schlimmer. Irgendwelche Tipps zur Insel? Am Südzipfel der Insel steht ein Leuchtturm. Da wohnt eine große Fallenstellerfamilie. Das ist ein Tipp, das ist nichts Neues. Ich würde gerne einen deiner Wachhunde kaufen. Welchen willst du? Mishka, Grace, Duke. Also der Typ, der stecken bleibt, den kann ich nicht kaufen. Ich kaufe Mishka. Ich würde gerne den Wolf kaufen. Wo soll er aufpassen? Oh, cool. Was mit Sanctuary Hills? Da. Wenn du sie gut behandelst, sind sie immer für dich da. Oh. Ah. Hallo nochmal. Brauchst du was? Ein Hund kaufen. Ich würde gerne einen deiner Wachhunde kaufen. Welchen willst du? Duke. Ich hätte Interesse an dem Hund. Wo soll er aufpassen? Er soll aufpassen bei Longfellzitter. Hört sich gut an. Mach's gut. Wie läuft's mit der Jagd nach Eddie Spender? Willst du handeln? Ich würde gerne einen deiner Wachhunde kaufen. Welchen willst du? Gracie. Ich würde gern den Mutantenhund kaufen. Wo soll er aufpassen? Der passt bei unserer Festung auf. Die Burg. Okay. Aber gib ihm ein gutes Zuhause, ja? Mal gucken. Hier ist bestimmt irgendwo ein Bett, wenn du dich ausruhen willst. Cool, danke. Interesse an einem Handel? Vielleicht. Was hast du denn so Schönes? Fleischerhaken. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Okay. Wieso nicht? Hast du auch irgendwas gekochtes schon? Gebackene B-Fliege. Dann kaufen wir uns mal die hier. So, und du willst bestimmt auch ein bisschen was haben, ne? 10mm Pistolen habe ich hier für dich. Ich habe Impro-Pistolen für dich. Ich habe eine Planke, wieso auch immer. 27 Splittergranaten. Automatische Pistole. Kampfflinte. Radiumgewehr brauche ich auch nicht mehr. Ja, cool. So. Das brauche ich nicht. Das kann auch wieder weg. Ganze Rüstung hier, die brauche ich nicht. So, was habe ich denn noch für dich? Sonst, das war's, ne? Ja, cool, passt doch. Und schon bist du arm. Hihi. So, wir haben den Hund befreit, glaube ich, anscheinend. Na gut, cool, dass ich hier Hunde kaufen kann. Gefällt mir. So, nichtsdestotrotz, wir müssen weiter. Wir müssen Richtung Heim. Können wir auch unseren neuen Hund begrüßen. Hier ist bestimmt irgendwo ein Angler in der Nähe. Nehme ich jetzt an? Nein? Cool. Ja, es ist wenigstens positiv, dass die Insel nicht so groß ist, aber es ist trotzdem ein bisschen nervig. Wobei man erkundet schon die ganze Insel auf diese Art und Weise. Vielleicht ist das die bessere Art und Weise, Fallout zu spielen. Wenn man denn sich denn die Zeit gibt, wenn man sich die Zeit nimmt, das so zu machen. Lustig. Was soll das Licht da hinten?
Wir sind der Zelte. Wer kampiert hier? Ach, ich war hier schon mal. Solange du das Zeug trägst. Naja, ich muss dich auch gleich erstmal entleeren, ja? Immer mit die Ruhe. So, und schon sind wir angekommen. Hat ja zum Glück nicht lang gedauert. Ja gut, wir haben uns lange mit dem Supermutanten beschäftigt. Ich bin froh, dass wir ihn endlich gefunden haben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber ich finde den Typen cool. Mit seiner Mütze. Auch wenn ich sie ihm gerne abgenommen hätte. Man muss schon sagen, es spielt sich komplett anders, wenn man aufpassen muss, wo man hingeht. Wenn man alles so ein bisschen zeitverbessert machen kann. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Irgendwas respawnt hier? Nein? Gut. Hey! Ist hier eine Landzunge? Tatsache. Ich weiß nicht, ob meine Bewohner sich hier wohlfühlen werden, aber... Naja. Übrigens ist das hier eine Verwesung. Der Bauch ist natürlich das Erste, was... Ist ein Delfin, ja. Das verwest, weil es alles so ein weiches Gewebe hat. Das heißt, da hat niemand reingebissen, Freunde. Alle sagen aber, da haben die Viecher reingebissen, ein großes Ungetüm. Nein, es ist einfach nur eine Verwesung und der Bauch ist nun mal eins der ersten Ziele mit dem Gesicht. Ja, höchstens vom Nebel sind wir hier geschützt. Oh, halbwegs. Longfellow's Hütte. Now curse the tombstone worth I have. Just lay me down, my name. Geht's los? Weißt du, was du brauchst? Hast du alles, was du brauchst? Also, ich hab meine Knarre, meinen Drink und meinen Verstand. Mehr habe ich noch nie gebraucht. Dann ziehen wir wohl wieder los. Nein, noch nicht. Noch nicht. Warte erst mal hier. Gut. Ich nehme dich mit, sobald ich mit Nick fertig bin. Oder ich muss erstmal meinen anderen Kumpanen fertig machen, ne? Ich komme auf jeden Fall zurück zu dir. Ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, ich wäre bei Borderlands und habe gedacht, da ist Loot drin. So. Spezial. Augenbot-Kapsel. Okay, Bitches, bla bla. Was wollte ich machen? Ach, ich wollte eigentlich nur. Ach genau, ich muss Siedler anlocken, ne? Ich weiß nicht, was mir mehr wehtut, mein Rücken oder meine Füße. So, ich muss auf jeden Fall erstmal. Elektronik, ne? Rekrutierungsstrahl. So, dann brauche ich einen Generator. Ja, da reicht eigentlich der eine hier, ne? Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis hier irgendwie Siedler sind, ne? Oder kann ich dich schon zuweisen, dass du etwas machen sollst? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jemanden zuteilen kann. Ich kann hier jemanden wegschicken, ja, das ist schön. Damn you. Ganz ehrlich, hier, komm. Verzieh die Toilette.
Ach, das ist mein Wachhund. Duke. Nicht zugewiesen. Produziert Verteidigung und ein Smiley. Finde ich gut. Ich weiß nicht, wie man hier leben kann, ganz ehrlich. Ist irgendwo ein bisschen assig. Also ich würde hier nicht freiwillig leben, sagen wir es mal so. Wir haben eine Kochstation, das ist perfekt. Aber ohne Siedler bringt mir das Ganze hier einen Scheiß, ne? Ich will nur einmal ein paar Socken finden, das keine Löcher hat. Ich glaube, Socken ohne Löcher kann man nicht mehr finden. Selber zu bauen, als andere dafür zu bezahlen. So, erstmal alles kochen, was geht. Ich weiß nicht mehr, ob ich diese Woche meinen Bart schon hatte oder nicht. Ob ich meinen Bart diese Woche schon hatte? Oh Gott. Oh, aufbereitetes Wasser, komm. Immerhin ein. Suppe, kann ich vergessen. Verwendbares Gemüsestärke. Naja. In Dublin, Zeit, unsere Sachen mal abzulegen, ne? Heute kümmern wir uns auf jeden Fall verstärkt darum, unsere Sachen mal loszuwerden. Oder, ich sehe gerade, die Zeit ist ja schon fast um. Ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal meine Sachen alle entfernen, die ich möchte, und dann sehen wir uns morgen einfach mit dem leeren Inventar wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.